Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt namens Resident Evil Zero. Es ist endlich soweit, jawoll. Es hat ein bisschen lange gedauert, das letzte Mal Resident Evil war mein zweites Let's Play Projekt, also das ist schon eine Weile her, im Dezember war das glaube ich, letztes Jahr. Und jetzt wird's doch mal höchste Zeit hier, Resident Evil Zero, das ist euer Vote Game, das habt ihr euch gewünscht. Bildschirm sieht soweit ganz gut aus, Audio-Setup. Qualitätsmäßig kann sich das alles ab Part 2 noch ein bisschen verbessern. Das ist jetzt natürlich nochmal, das muss ich mir erstmal dann angucken. Ob es vielleicht heller sein muss oder der Ton lauter, so, das kann sich alles noch ändern. Ich werde einfach spielen, weil ich euch ja mehr die Story zeigen möchte und nicht meine nicht vorhandenen Skills. Ich möchte es ja deutlich mehr präsentieren. A midwestern town in America, Raccoon City, a solitary island far off in the sea, Rockfort Island, an island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. Should hold off for a while. I wonder how those iron people react to this. As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing! Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Hmm.
Die Tür in die Sicherheit ist verschlossen. Ganz klassischer Anfang von Resident Evil. Es gibt kein Zurück. Okay. Ja, Leute, da beginnt das Spiel. Ich werde jetzt erst noch ein paar Worte verlieren, bevor ich hier loslege. Nur weil wir leicht spielen, heißt das natürlich nicht, dass das hier in Zucker schlecken wird. Gerade bei mir nicht. Sei es Orientierung oder manchmal auch Rätsel. Also ihr kennt, wer mich kennt, der weiß, das wird ein spannendes Game. Also ihr dürft euch drauf freuen. Ich klicke einfach mal ins Menü. Ihr seht, das ist ein klassisches Resident Evil und wie der Trailer das Intro schon verraten hat, es spielt vor den Vorfällen aus Teil 1. Eigentlich hätten wir das als allererstes Let's Playen müssen, aber egal. Es ist GameCube-exklusiv, soweit ich weiß, und ich hoffe, ihr werdet euren Spaß haben. Es ist für mich, ich sag mal, Half-Blind. Ich kenne mich im Zug noch relativ gut aus. Ich habe es das letzte Mal vor 8 Jahren gespielt. Nach dem Zug weiß ich eigentlich nichts mehr. Ich kenne die Story zwar noch, aber von Levelaufbau, was da jetzt ist, was ich da brauche, es ist weg. Das ist schon längst aus meinem Gehirn verschwunden und ich bin echt gespannt und freue mich auf das Game. Oh, ich habe richtig Bock drauf, das kann ich euch sagen. So, jetzt aber loslegen. Ich habe genug geschwafelt. Erstmal mit der Steuerung wieder vertraut werden. Das ist ganz klassisch, wenn ich R gedrückt halte, dann zielt die gute Frau. Rebecca Chambers, sie kennt man auch aus dem ersten Teil. Und rennen kann man so. 180 Grad Drehung gibt es auch. Sehr schön. Muss ich noch was wissen? Nö, eigentlich nicht. Wird schon irgendwie klappen. So. Upload-Schema. Eine Folge am Tag, wie es bei diesem Genre bei mir so üblich ist. Es wird auch XXL-Folgen geben. Die kommen dann so alle 2 bis 3 bis 4 Tage, je nachdem. Ich sitze es in voller Blut. So. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann postet sie einfach. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Gruselspielchen hier. Aha. Ich werde mir Zeit lassen. Es wird kein schneller Run sein. Es wird auf Story. Ich bin auf Story aus. Auf Atmosphäre. Und davon sollt ihr ziemlich viel teilhaben. This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced. But as of 2 years ago, when a similar plan was to them, the local government stepped in and took over. Juhu, es geht ja toll los. Ah, aber wenigstens, Freunde, sind es langsame Zombies. Warum macht sie jetzt keine 180-Grad-Drehung? Das haben wir doch vorher noch geübt. Oh Mann, das geht schon gut los. Wenigstens sind es langsame Kameraden. Das ist mir persönlich immer... Ich mag die langsam schlurfenden Zombies einfach lieber als die neuen modernen. So muss es für mich sein. What just happened? I thought they were dead. Ja, das dachtest auch nur du. Wie ist das mit Nachladen? Wenn ich jetzt B drücke... Nee, so? Kann ich gar nicht. Ich muss doch nachladen können. Oder habe ich nichts zum Nachladen? Muss nur nachgucken. Ja, dass ich im Menü nachladen kann, ist mir klar. Aber kann ich es nicht hier? Wahrscheinlich nicht. Naja. Ja, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt schon wieder. Ich wollte nämlich eigentlich nicht schon mit der... Nee, da geht es anscheinend die Story weiter. Ich wollte mich eigentlich noch in dem ersten Abteil ein bisschen umgucken, ehrlich gesagt, bevor ich ins zweite renne. Vielleicht wäre da ja noch was gelegen. Ich weiß, wie gesagt, gar nichts mehr eigentlich. Den Zug habe ich öfters angespielt, aber dann habe ich es doch wieder sein gelassen. So, hier kam ich her, ne? Ne, hier kam ich nicht her. Verdammt. Wo geht's denn jetzt weiter? Wisst ihr, ich möchte immer da lang, wo es nicht weitergeht. Ich müsste immer erst das Optionale erforschen. Okay, hilft nichts, dann... Ah, da steht jetzt wieder einer. Kamerad? Kamerad? Oh Gott, das geht ja gut los. Leute. Na super, hier ist jetzt wieder alles voll. Also sowas mag ich überhaupt nicht. Oh Mann. Du Pappsack.
Ich bin auch übrigens gar nicht so ein großer Fan von Rebecca Chambers, ehrlich gesagt. Ich habe nichts gegen weibliche Protagonisten. Ich bin ein großer Fan von... Also bin ich hierher gekommen. Ja, klar. Haben die mich nur veräppelt hier, Mensch. Ja, es ist verschlossen, ich weiß es. Also hier haben wir angefangen. Und da hinten könnten wir weiter. Gucken wir jetzt einfach mal. Wir laufen jetzt einfach mal hinten durch, soweit es geht. Was haben wir hier? Nix. Ja. Wie sieht's mit der Gesundheit aus? Schon zweimal gebissen worden, schon auf Vorsicht. Wir haben nichts anderes. Ganz geil, wirklich. Ja, ich mag Rebecca Chambers nicht so. Ich mag Jill Valentine, ich mag Claire Redfield sehr. Aber Rebecca ist mir ein bisschen zu zierlich bei ihrer Art und so. Ich weiß nicht. Ah, sind wir doch hierher gekommen. Wusste ich doch genau. Denn ich möchte mich dann... Hier haben wir angefangen, also ich möchte mich umschauen. So. Aber hier ist anscheinend nichts und geht die Tür auf. Na super, den Weg hätten wir uns sparen können. Gut, jetzt wissen wir aber wenigstens, dass hier der Speisewagen ist. Wenn wir später den Schlüssel finden, dann wäre dieses Rätsel schon mal gelöst. Und wenn jetzt die Zombies wieder da sind, dann bin ich böse. Dann bin ich echt böse, weil ich will eigentlich Munition sparen. Aber wir können ja mal gucken, ob wir da an der Ecke da was machen können. Da war ja irgendwas. Ja, nämlich, ja, eine Treppe. Könnten wir ja mal hoch, ne? So. Mann, Mann, Mann. Ich soll da wahrscheinlich noch nicht hin, aber ich tu's einfach. Ach, guck mal da. Ein Telefon. Das ist ja auch so spannend. Ich habe eher das Kraut im Visier gehabt. Gute Rebecca. Dankeschön. Es ist hier ein bisschen gemütlicher gemacht, das Inventar. So viel weiß ich noch. Man ist nicht mehr auf die Kiste angewiesen. Eine Art Ei. Es ist von einer Pfütze aus Schleim umgeben. Okay, hier geht's anscheinend nicht weiter. Noch nicht. Gehen wir. Warum ging vorhin eigentlich die 100... Jetzt macht sie wieder die 180-Grad-Drehung. Naja, ich muss mit Rebecca noch warm werden. Okay. Also jetzt wieder da durch. Bitte lass die Zombies nicht wieder da sein. Den Weg hätte ich mir echt sparen können bis jetzt. Andererseits, wenn die Zombies jetzt weg sind... Okay. Dann habe ich mir den Weg schon mal freigeräumt, wenn ich später zurück muss. Jawohl, sie sind weg. Sehr schön. Das ist ja auch Resident Evil typisch, dass die nicht immer wiederkommen. Es sei denn, man hat irgendwas getriggert. Dann werden die mich garantiert wieder schocken ohne Ende. So, jetzt geht's aber weiter hier. Wie gesagt, das ist der Short und XXL-Part. So mache ich das ja immer und ab... Montag, dann gibt es jeden Tag einen Short oder eben XXL, wie ihr es lieber mögt. So, gehen wir gleich mal in die erste Tür. Ich scheine alleine hier zu sein, das ist... okay, du bist tot. Jawohl, Muni, immer her damit, Muni, Muni. Und das ist ein Heilungsspray. Nee, ein Passagiertagebuch. 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollen anscheinend die Überreste des Labors in der Arklay Mountains untersuchen. Es gibt zwei Gruppen. Wir, die erste Gruppe, sollen prüfen, was noch von dem abgebrochenen Experiment übrig ist. 16. Juli. Die Testproduktion der bioorganischen Waffen Typ Y-139 musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ Y-139. Wir wissen immer noch nicht genug über Reaktionen auf den T-Virus in Krebsen. Es gilt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon kleinste Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung, interner Gifte und Hirnentwicklung. Würden diese Auswirkungen gesteuert, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einem entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Betrieb das Labor, das wir untersuchen, ähnliche Forschungen?
Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten und Muster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen, ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es der Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. Ja, warum haben die uns das jetzt so gut beschrieben mit diesem Krebs? Das kann ja nur eins bedeuten. Ja, wie ihr seht, ich könnte es sofort verwenden, wenn ich wollte, aber ich nehme es gleich mit. Ich glaube, ich könnte es auch in diesem Zwischenmenü auch gleich, wenn es ein Kraut wäre, könnte ich es auch gleich kombinieren, um einfach mehr Freiheiten im Inventar zu haben. Und ich kann sämtliche Items jederzeit überall hinlegen. Das klingt einerseits im Vergleich zu dem Kistendrama von damals gut. Andererseits war das, ist das auch, hat das auch so seine Macken, was ihr später feststellen werdet. Aber jetzt erstmal hier weiter checken. Nächste Tür. 201. Ah ja, und da ist dann wahrscheinlich auch schon unser erster Part zu Ende. Natürlich gibt es, also für die XXL-Zuschauer, der wird dann ab das nächste Mal natürlich größer, so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Je nachdem, ob wir einen schönen Abschnitt erreichen. Aber zuerst gibt es nochmal ein bisschen Lesestoff und das Suchungsbefehl. Das Dokument ist voller Blutflecken und daher teilweise unlesbar. 8 Meilen nördlich von Raccoon City in der Arklay Mountains befindet sich die Ausbildungsstätte unseres Unternehmens. Sie wurde vor Jahren geschlossen und für häufige Untersuchungen bezüglich der Neueröffnung der Anlage durch. Okay, das ist irgendwie anscheinend nicht gut leserlich. Die erste Untersuchungseinheit ist bereits vor Ort und hat die Untersuchung eröffnet. Ich möchte, dass ihr Team dabei Unterstützung leistet. Folgende Befehle zu William Birkin. Ha, das weiß ich, dass er so heißt. Ich meine, er heißt Birkin. Und der ersten Untersuchungseinheit sind zu befolgen. Der Rest ist zerrissen und unlesbar. Okay. Ich habe jetzt in diesem ersten Part viel gequatscht, was natürlich auf die Atmo drückt. Seid beruhigt. Ich werd das natürlich ein bisschen reduzieren, so wie ihr es damals von Resident Evil 1 gewohnt seid. Aber ein bisschen erklären musste ich ja am Anfang. So. Okay, dann war's das hier. Wir speichern natürlich klassisch mit dem Farbband. Und wie gesagt, qualitätsmäßig kann sich alles nochmal bessern. Wenn irgendwas da sein sollte. So. Frischer Safe aufmachen, ganz klar. Rebecca! So. Das war's. Leute. Dann freut euch auf nächste Woche, wenn das neue Hauptprojekt so richtig losgeht, namens Resident Evil Zero.